Servus Freunde, in dem heutigen Video geht es wieder um die Naturfotografie, aber heute eher um Details und zwar um Pilze. Wir gehen jetzt zusammen in den Wald, suchen nach Pilzen und fotografieren die. Und das aus einer sehr, sehr niedrigen Perspektive, weil ich der Meinung bin, dass kleine Pilze auch von unten fotografiert werden müssen. Für dieses Vorhaben habe ich jetzt verschiedene Brennweiten mit in meinem Kamerarucksack mit dabei und am Ende werden wir einfach sehen, auf wie viel Millimeter kommt so ein Pilz einfach am besten rüber. Und da freue ich mich jetzt drauf, euch mitzunehmen. Also bleibt dabei. Desto mehr ich jetzt hier mit dem Fahrrad umherfahre, sehe ich, die Pilze wachsen tatsächlich in den Gebieten, wo viel Moos auf der Erde ist und eigentlich ausschließlich nur unter Nadelbäumen. Unter Laubbäumen sind ganz, ganz vereinzelt wenige zu finden. Und jetzt kommen wir mal hierher. Das sind hier auf dem Hügel hier zum Beispiel auch welche zu sehen. Die ganze Pilzfamilie, aber alle schon richtig zerdeppert. Die schauen nicht mehr so gut aus. Ich laufe hier einfach mal weiter über dieses schöne, weiche Moos und passe einfach auf, dass ich keine Pilze zertrete. Also Leute, die erste Lektion, die ich hier gelernt habe bei der Pilzfotografie ist, ihr müsst echt Zeit nehmen, um diese Pilze überhaupt zu finden. Also ich habe vereinzelte welche gesehen, aber die sahen nicht besonders schön aus. Die waren eher in Brautönen gehalten und schon ein bisschen matschig angeknabbert. Ich suche tatsächlich jetzt welche, die sich ein bisschen vom Kontrast her abheben, also die möglichst bunt sind. Und ist gar nicht so easy. Und ich merke auch, wir haben jetzt 9 Uhr früh hier im Wald, es ist noch relativ dunkel. Also ein externes Licht, eine LED-Leuchte kommt einem hier auch zugute, wenn man fotografieren will. Außer man ist halt zur Mittagszeit unterwegs, wenn die Sonne von oben kommt, das kann die Sache dann ein bisschen erleichtern. Aber dann ist halt auch wiederum das Umgebungslicht nicht ganz so schön. Ja, ich mache mir jetzt mal weiter auf die Suche. Yes, ich habe einen gefunden. Und zwar ist es hier gleich so eine Fliegenpilzfamilie. Schaut mal her. Cool, cool, endlich. Oh, hier haben wir welche. Aber die sind dann auch leicht angeknabbert, hier der linke zumindest. Aber da hinten ist ein schöner. Der hier gefällt mir fast besser als die Pilze da drüben. Der steht halt so alleine da, das ist echt ganz, ganz, ganz nice. Und was mich hier an diesem Pilz auch anspricht, der steht etwas erhöht auf diesem schönen Baumstamm, der mit Moos bewachsen ist. Das ist eigentlich ganz gut, weil da kann ich mit der Kamera auch viel weiter von unten nach oben fotografieren. Das ist ganz, ganz nice. So, als erstes nutze ich jetzt mein 70 bis 180 Objektiv. Und das nutze ich deswegen, da ich einen ganz bestimmten Bokeh-Effekt hier erzielen möchte. Also ich möchte diesen Pilz vom Hintergrund her so richtig schön verschwimmen lassen und auf einer 2,8er Blende, auf einer langen Brennweite, jetzt hier vielleicht wirklich mit 180, schaffe ich es, glaube ich, dass du vom Hintergrund einfach nichts siehst, es ist einfach diffus verschwommen und alles konzentriert sich hier auf diesen Pilz. Und dadurch, dass ich jetzt hier einen ausgesucht habe, der erhöht steht, nutze ich das auch. Also ich würde jetzt nicht von oben hier nach unten drauf fotografieren, weil das noch nichts aussieht. Ich musste irgendwie erhaben irgendwie aussehen lassen, wenn der hier schon so ein kleiner Mini-Pilz ist von 4 cm. Kommen wir jetzt einfach mal von unten nach oben. Ein bisschen schade ist jetzt hier vor Ort, dass es sehr, sehr dunkel ist. Vielleicht schaffe ich es da noch ein Licht irgendwie aufzubauen. Mal schauen. Aber jetzt beschäftige ich mich erstmal mit der Bildkomposition. Ich kann hier ganz gut im Autofokus fotografieren, aber ich bin hier schon zu nah dran. Ich muss weiter weg mit diesen 70 bis 180. Hier erst kriege ich es hin, den scharf zu stellen. Und jetzt orientiere ich mich hier echt an dem Berg und versuche diese Bildkomposition so irgendwie zu gestalten, dass der Pilz erhaben auf dem Berg hier steht. Und hier kommt es auch wieder auf wenige Zentimeter an, wie ich meine Kamera hier bewege. So, jetzt wird der Pilz von der Sonne hier auf der linken Seite geküsst. Wow, das sieht toll aus. Ich gebe dem Pilz jetzt nochmal Licht hier mit dieser LED-Leuchte von dieser Seite und dann wird er wirklich schön von hinten angestrahlt und von der
von der Wärme her wähle ich irgendwas Warmes, so 4600 Kelvin ungefähr. Das simuliert hier dieselbe Lichtsituation. Und dann habe ich hier wirklich einen echt schönen grünen Hügel. Dafür 10 Sekunden Auslöseverzögerung. Die Kamera, die steht hier im manuellen Modus. So. Ich leuchte, yes, von unten alles an. Bin immer gespannt, wie das Bild jetzt hier geworden ist mit der Aktion. Wow. Alle Achtung. Jetzt eskaliere ich völlig. Ich habe hier noch ein kleines bisschen Nebel aus der Dose dabei. Das Zeug ist nicht giftig, man kann es einatmen. Und ich glaube, in kleinen Mengen wird es diesem sowieso giftigen Fliegenpilz jetzt auch nichts anhaben. Ich möchte jetzt einfach mal Nebel versprühen und hoffe, dass der Nebel durch diese hereinscheinende Sonne sehr, sehr schön sichtbar ist, um dieses Bild noch interessanter darstellen zu können. Das Ganze funktioniert auch am besten dann eben mit Licht. Also Freunde, das war jetzt also das Setup hier mit Kamera bodennah und dem LED-Licht und der Sonne. Ich arbeite mich jetzt runterwärts, nehme ein anderes Objektiv und zwar das Sony 85mm. Das hat eine 1,8er Blende, da dürfte das Bokeh noch krasser sein. Mal schauen, wie das Bild wirkt. Aber hier war ich schon echt mega happy hier auf 180, das war schon echt ein Brett, gerade die Bilder. Also war jetzt keine so doofe Entscheidung. So, 85er. Ich muss auch hier weiter weg. Viel weiter weg. Er stellt hier nicht scharf. Das hier ist so meine Naheinstellgrenze circa. Kriege ich schon wahnsinnig viel drauf hier von dem Ganzen. Und kann nicht mehr so nah ran. Also weit weg von Makrofotografie, Leute. Weit, weit weg. Der Hintergrund schaut aber echt schön aus, dadurch, dass ich jetzt hier auf einer 1,8er belichten kann. Dann habe ich hier diese Flares von dem Spinnennetz. Da scheint gerade die Sonne durch. Das schaut echt krass aus. Ist aber fast auch ein bisschen störend. Da muss ich. Spinnennetz will ich eigentlich nicht. Ich ändere die Perspektive ein kleines bisschen. Und von der Bildkomposition mache ich so, dass dieser Hügel in der Mitte des Bildes anfängt und fällt einfach nach rechts ab. Echt wunderschön. Das LED-Licht habe ich jetzt mal auf der Seite aufgestellt, dass er auch von der Seite ein bisschen Licht kriegt. Ich bin jetzt hier auch auf einer 1,8er Blende. Fokussiere hier auch schön auf den Pilz. Und hier siehst du auf jeden Fall mehr von dem Wald, vom Waldboden. Und das richtig, richtig Schöne hier ist tatsächlich, dass der Pilz erhöht steht. Das gefällt mir echt besonders gut hier bei der Bildkomposition. Erhaben, obwohl der wirklich so klein ist. Kleines bisschen Nebel. Sieht durch den Nebel echt noch ein bisschen verträumter aus. Ich habe diesen Nebel immer bei Filmdrehs dabei, was heißt immer, zum Beispiel bei Musikvideos oder sowas, wenn man mit Licht arbeitet. Ganz früh habe ich auch Hochzeiten fotografiert und wenn, könnt ihr euch vorstellen, wenn das Licht durch so ein altes Fenster schön reinscheint
Und man sprüht da in der Bude mit diesem Nebel. Das Licht ist es halt schon unglaublich schön. Gut, weiter geht's mit dem nächsten Objektiv. Da werde ich jetzt den 55er nehmen. Das 55er hat auch eine 1,8er Blende. Auch hier muss ich jetzt wieder neu anfokussieren. Mal schauen, wie nah ich daran kann mit dem 55er. Hier wird schon schwierig, hier fokussiert er gar nicht mehr. Also hier müsste ich die Kamera positionieren. Gut. Richte die Kamera aus. Jetzt ändert sich hier die Lichtsituation schon wieder. Die Sonne wandert rum. Jetzt ist der nicht mehr von links so schön angestrahlt. Ich gebe dem jetzt einfach mal hier von der Seite aus ein bisschen Licht. Kann man ja auch machen, so eine Art Streiflicht kriegt er dann hier ab. Echt gar nicht so einfach, das ist hier wirklich eine Trickserei. Okay, auf 1,8er Blende. Die nächste Aktion, das nächste Objektiv ist jetzt dran. Schauen, was ich noch dabei habe. Das absolute Brett, 14 mm. Ich glaube, mit dem 14 mm muss ich aus der Hand fotografieren. Mal schauen. Also der Look ist auch wirklich krass. Und im Weitwinkel ist es eben so, da hat man zwar einen Bokeh-Effekt, aber nicht so wahnsinnig heftig wie auf einer langen Brennweite. Also das muss man auch wissen. Hier sieht man jetzt schon viel, viel mehr von der Umgebung. Viel mehr. Und da kann ich jetzt ruhig hier auf ISO 100 gehen, dass das hier ein bisschen dunkler erscheint. Aber was ich hier richtig krass darstellen kann, ist ein Blendstern. Mit Blendstern. Hier auf einer 16er Blende zum Beispiel. Es ist extremst schwer, auf 14 mm hier ein Bild hinzukriegen, Leute. Dadurch, dass ich eben wieder voll in die Sonne rein fotografiere, habe ich diese Sunflares. So, jetzt auch nochmal mit einer ganz, ganz, ganz kleinen Blendenzahl. Damit ihr so noch mal eine Vorstellung habt, wie das Bouquet hier kommt auf 14 mm, hat auf jeden Fall auch was. Jetzt macht es auch kaum noch Sinn, mit der Sprühdose hier irgendwas zu machen, weil es ganz leichten Wind hier hat. Der Nebel verzieht sich sofort. Also das war jetzt die Möglichkeit auf 14 mm. Jetzt habe ich aber noch einen Trumpf im Ärmel, den hole ich jetzt raus. Ich habe hier meine Video-Makro-Linse. Mal schauen, wie die sich schlägt. Upsala. Und hier habe ich eine F14 bis F40 zur Verfügung. Das heißt, ich brauche enorm viel Licht. Und da werde ich jetzt das LED-Licht auch sehr nah daran platzieren. Ich werde auch hier vorne die LED-Lichter hier an der Kamera anmachen. Andere Chance hat man hier nicht, mit der Linse zu fotografieren. Und zwar die Linse jetzt hier auch so ein USB-C-Kabel dran. Und da kann ich jetzt eine Powerbank hier mit dem Kabel anschließen. Die habe ich dabei und bin da ganz guter Dinge, dass ich auch hier allerdings mit Stativ das Bild von einem Pilz machen kann. Oder auch ohne. Mal gucken, wie es funktioniert. Ich muss halt die ISO extremst hochdrehen bei dem Bild, das weiß ich jetzt schon. Mit meiner kleinen LED-Leuchte bin ich hier schon arg nah dran. Jetzt muss ich sehen, was die Kamera mir hier liefert. Ich sehe jetzt hier ein absolut schwarzes Bild. Deswegen muss ich hier die ISO schön, schön hochdrehen.
bin jetzt hier schon auf ISO 5000, aber das ist mir fast ein bisschen zu krass. Ja, das Problem jetzt hier an der ganzen Sache ist, das Licht kommt halt jetzt von vorne. Das schaut nicht besonders schön aus. Also, es eignet sich nicht so wahnsinnig perfekt, muss ich ehrlich sagen, wenn Licht von vorn kommt. Und von hinten ist es halt knalldunkel. Nur aus der Hand fokussieren ist halt hier auch so mal eine schwierige Nummer. Das mit dem Licht ist auch richtig, richtig kompliziert. Aber ich kann damit spielen. Also ich nehme hier für mich mit, dass es einfach unheimlich schwierig ist, mit dieser Linse das Bild hier von dem Pilz zu machen. Gibt es, glaube ich, tatsächlich bessere Möglichkeiten. Das ist hier echt. Zum einen gefällt mir der Bildlook nicht und zum anderen braucht es hier eine ganz, ganz andere Lichtsetzung. Hier nicht so ein ganz kleines, publikes LED-Licht. Und selbst mit Nebel wird das Bild hier nicht besser. Was ich jetzt mitnehmen konnte, ist mit dieser langen Makrolinse hier, macht es für mich keinen Sinn, Pilze zu fotografieren. Das klappt nicht. Ist tatsächlich eine schöne Videolinse, wenn man mit dem Slider an so Motiven vorbeifährt. Aber für Produktshoots oder Naturfotografie ist sie nicht zu empfehlen. Das ist die Laowa Weitwinkellinse. Was man auch machen kann, wenn man so eine Insta 360 Kamera hat, ich habe jetzt hier das X3 Modell, dann kann man auch mit der Actionkamera einen coolen Effekt zaubern, wenn es jetzt um die Pilzfotografie geht. Hier wäre es auch am besten, den Pilz oben auf einem Baumstamm zu fotografieren, der leicht erhaben ist. Aber ich möchte euch jetzt einfach mal demonstrieren, was man hier mit so einer Kamera machen kann. Und zwar nähere ich mich jetzt, erstmal gebe ich dem Pilz noch ein bisschen Licht. Dann nähere ich mich mir jetzt hier mit diesem Weitwinkelobjektiv und kann mir jetzt hier eine schöne Perspektive raussuchen. Ungefähr so. Macht das Bild jetzt hier mit einer 3 Sekunden Auslöseverzögerung. Ich muss jetzt hier nur kurz das eine Blatt wegtun. Das schaut nicht schön aus. Linsen sind sauber. Jetzt gehe ich mal schön nah ran. Das sieht so witzig aus, Leute. Und mit der Auslöseverzögerung 3 Sekunden hat man hier auch ein ganz cooles Bild. Diese Kamera, die X3, hat eine Auflösung von 72 Millionen Pixel. Und da kann man im RAW-Format schon noch einiges rausholen. Hier geht es nicht um die Schärfe bei dem Bild, einfach nur hier um den Effekt. Und ich könnte schwören, dass man mit so einem Bild mehr Likes auf Instagram kriegt, als mit jedem anderen Profi-Objektiv. Also das Bild wird am Ende vielleicht 10 Megabyte oder sowas haben. Aber es reicht aus, um echt Spaß zu haben. So, Freunde, ich habe mich jetzt gute 3 Stunden hier in dem Wald um den Ammersee herum aufgehalten und die schönsten Pilze, die ich gefunden habe, waren tatsächlich immer diese Fliegenpilze. Einfach weil die vom Kontrast her einfach am besten zur Umgebung passen. Die anderen braunen Pilze, die haben mich jetzt nicht so richtig angemacht. Wo habe ich sie gefunden? Kennt ihr ja sicher, Pilze vermehren sich da, wo es schön schattig ist, wo es feucht ist, wo es warm ist. Und so war es dann auch tatsächlich. Umso dichter der Wald geworden ist, umso mehr Pilze habe ich gefunden. So den typischen Blumenkohl am Pillermann-Pilz habe ich nicht gefunden, der irgendwie oben erhöht auf einer moosbewachsenen Wurzel steht. Aber jetzt nochmal hier diese 3 Pilze. Und hier will ich euch auch noch mal was mitgeben. Wenn ihr keine LED-Leuchte habt, ja, dann spielt vielleicht auch mit dem Licht und wartet ab,
bis die Sonne so um 11 Uhr oder um 12 Uhr mittags dann rausgekommen ist, die Pilze gezielt anleuchtet, weil dann schafft ihr durch die richtige Belichtungszeit an der Kamera und dann auch entsprechend mit dem richtigen Zoom, die Pilze so schön herauszustellen, dass außenrum echt schwarz ist und der Fokus und der Fokus des Betrachters ist einfach dann nur auf diesen Pilz und das Ganze drumherum interessiert nicht, weil so super schön schaut sie auch nicht aus. Aber das mache ich jetzt noch, solange die Sonne jetzt noch kurz da ist, fotografiere ich jetzt wieder bestimmt auf 150 mm oder sowas auf diese drei Pilze und mache dann ein besonders schönes Bild. Freunde, ich hoffe, das Video war für euch einigermaßen interessant. Für mich war es das zumindest, dieser Brennweitenvergleich. Mit was für Objektiven ziehe ich in Zukunft in den Wald los, um Pilze zu fotografieren? Da ist die Antwort ganz klar, für mich jedenfalls, mit dem 70 bis 180. Das hat mir jetzt am meisten Spaß gemacht. Da hatte ich den meisten Wow-Effekt jetzt hier bei den Bildermachen. Wenn euch das Video getaugt hat und wenn ihr mir ein paar gute Tipps noch zu Pilzen geben wollt, also die sich fotografisch gut in Szene setzen, schreibt es mir bitte in die Kommentare, ich freue mich riesig drauf. Teilt das Video gerne oder liked es. Das hilft mir ungemein, weitere Videos für euch zu erstellen. Bye bye aus dem Wald, euer Sigi vom Ammersee.